Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Kollegin Frau Jansen hat schon sehr viel gesagt zu den Rahmenbedingungen dieses Gesetzes, dass es eine EU-Richtlinie ist, die wir hier in Landesgesetzform gießen müssen und dass vorwiegend ein Ansprechpartner bei der Bezirksregierung eingerichtet wird und weitere Vereinfachungen bei Verfahrensfragen sind. Ich möchte dann doch darauf eingehen, was Herr Burkert gesagt hat bezüglich der Dunkelziffer. Das sind reine Vermutungen. Wir haben mehrfach in der Anhörung nachgefragt, uns Zahlen zu nennen. Es wurde von einer hohen Zahl berichtet, von sogenannten Überschwemmung stand schon fast im Raum, von Anträgen, die nicht stimmen würden, Urkundenfälschung etc. Und wir haben wirklich 3, 4 Fragerunden gebraucht, um den Experten mal eine konkrete Zahl aus der Nase zu ziehen. Und das waren dann annähernd 5%. Und die Behauptung, Dunkelziffer steht dann im Raum, die kann letztendlich keiner von uns benennen, auch nicht entkräften. Das ist aus meiner Sicht ein Totschlagargument, mit dem Sie jetzt hier argumentieren und auch Ihren Änderungsantrag darauf gründen. Also wir halten das für nicht zielführend und sind weiterhin der Meinung, dass die papiergestützte Ausweisung der Qualifikationen durchaus reicht. Wir glauben, dass das nicht ein großes Problem ist und von daher bleiben wir dabei. Und wir finden auch den Vorschlag der Ärztekammer Westfalen-Lippe, dass in jedem Fall bei Anerkennung aus dem Nicht-EU-Ausland eine mündliche oder praktische Prüfung durch die Kammer vorzunehmen ist, findet bei uns keine Zustimmung. Wir wollen hier nicht einen generellen Verdacht aussprechen für Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern zu uns kommen mit ihren Zertifikaten. Und akzeptieren und nehmen erstmal das, was sie vorbringen, ernst und stellen nicht direkt anheim, dass das gefälschte Unterlagen sind. Ich komme zum rot-grünen Antrag und damit auch schon zum Schluss. Hiermit stellen wir sicher, dass Mitteilungen über Berufsverbote sowohl für ausländische wie auch für inländische Inhaber von Berufsqualifikationen an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union versandt werden. Das ist noch eine entscheidende Änderung, die wir einbringen wollen. Und ansonsten, denke ich, ist das Gesetz so, wie es ist, in Ordnung. Vielen Dank. Vielen Dank.